Willkommen zurück bei Sacred, nachdem wir letztes Mal eine halbe Stunde gefühlt am Schmieden und Zauber holen waren und so. Ja. Hast du jetzt Flammenwerfer nochmal hochgelevelt oder? Ne, Flammenwerfer habe ich auf 3. Ich habe jetzt den, meinen zweiten. Den Kanonenschuss? Wegschlag-Dingens. Achso, den. Ja. Auf 3. Ich habe Windböe auf 8. Ja. Okay. Ja, ich Ja, habe alle ich drei auf muss aber 3. meine Zauber auch hoch machen, weil ich mache mit meiner Waffe kaum Schaden. Okay. Das Was ist. machen wir jetzt? Wir machen uns auf den Weg nach Mascarell. Okay. Wir Warte, kann man die sind Kiste looten? in. Man kann die Kiste looten und hier ist ein magisches Versteck. Nice. Oh ja. Hallo. Jetzt aber. Oh. Was habe Voll ich heftige bekommen? blaue Beinschienen. Ah, für eure Dämonen. Oh. So, wir sind in Mascarell. Wow, das war ja. Boah, weiter Weg. Ja, ich weiß, das ist. Also eigentlich sind wir noch im Außenort von Mascarell. Der Kern ist von so einer Waffe. Waffe, Mauer. Ja, weil es voll das gleiche ist. Das von einer Waffe umgeben. Voll der heftigen Waffe, ja. Nee, hier, die Mauer. Und dann können wir einmal kurz hier hoch und das Portal aktivieren. Yay. Aber Was ist mit der? durchlaufen. Die Olle? Keine Ahnung. Warum kommt die plötzlich angerannt? Möge die Gnade der Ahnen euch zuteil werden, danke. Hier I unten ist eine guess. Urne, die ich anklicken kann. Ja, die kannst du kaputt machen. Und es ist Gold drin. Ich Ey, glaube, wo die es ist. Leute hier alle Gold Ja. verstecken. Ja, doch, sind hier Ohren. So, Quests annehmen. Hier gibt's ein paar mehr, glaube ich. Welch grausamer Scherz. Ach, bitte findet meinen entlaufenen Bräutigam und überzeugt ihn, zu mir zurückzukommen. Dieser Schuft, dieser Schurke. Meine Tugend hat er mir geraubt. Und nun, da ich unser Kind erwarte und er mich in den gesegneten Stand der Ehe führen sollte, entläuft er wie ein räudiger Köter. Unser Kind soll nicht ohne Vater aufwachsen. Schafft ihn herbei, und wenn ihr ihn verherprügeln müsst. Welche Herausforderung. Wow. Ja, moralisch ist das, was hier so ein Quest ist, sowieso sehr interessant. Die hier ist auch gut, glaube ich. Bitte geleitet Novizin Gertrude unauffällig aus dem Schloss herüber und bringt sie zu mir. Wir hatten einen romantischen Nachmittag im Schatten des Schlosses, doch dann musste ich plötzlich eine Wache übernehmen. Gertrude konnte sich schnell verstecken, da sie nicht über die Erlaubnis verfügt, sich auf dem Gelände aufzuhalten. Bitte, könnt ihr mir nicht helfen und sie unauffällig hierher bringen? Diese Mission nehme ich an. Tja. Okay. Komische Leute hier. Ja, der eine denkt sich so, haha, angebumst und jetzt lasse ich sie liegen. Ja. Und der andere ist so, hier erstmal Nonnenvögeln. Eine sehr sexreiche Folge. Ja. Oh, Typ, verpiss dich! Oh, hier in. Oh, in Mascarell haben wir noch. Oder in der Nähe von Mascarell haben wir noch was vor. Was machst du da? Looten! Ja, das sieht eher so aus, als würdest du in Türen rein und rausgehen. Vor allem hier ist nichts mehr. Ich habe Loot gefunden, okay? Ein bisschen Gold. Ja, schön. Das kann ich auch aufmachen. Du versiehst immer voll Loot. Ja, ab und zu. Hallo, Waldgargoyle. Auf der anderen Seite. Haha. Haha. Du brauchst eine neue Knarre. Wieso? Dringend. Weil Wieso? du 20 Schaden pro Schuss machst. Das ist schon die neuere! Aber es macht nichts an Schaden. Ach, relativ Warum wenig. stirbt er nicht? Guck, ich habe ihn getötet! Ja, einen Moment, ich gehe gerade das Gold holen. Nee. Ey!
Jetzt aber. Wir sind voll das gute Team. Ja. Warum gehe ich vor? Ich kenne den Weg nicht. Keine Ahnung, hier ist ein Händler. Händler in Sacred, beste. Ja, weil man die immer looten kann. Hier ist eine blaue Kanone bei dem. Zwergenpanzer plus 1, Waffenkunde plus 3, physische Resistenz plus 11% Charisma. Ich wollte den Händler ansprechen. Willst du die haben? Oder brauchst du die? Naja, ich habe gerade meine Kanone aufgewertet mit 3 Amuletten. Ja, okay, nee, 3 Slots hat die nicht. Ja, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht. Oh, bei mir ist hier ein Kampfmagier-Helm. Aber der ist halt Magiekunde plus 1 und Angriffstempo plus 5. Slots? Und hat einen Slot frei. Nee. Einer ist mir nicht genug. Oder dann müsste er bessere Base-Stats haben. Hat er bei mir einen Helm? Also ich gucke nach einem neuen Helm, definitiv, weil meiner ein bisschen veraltet ist, aber... Ach ne, hier ist Meditation plus 2 drauf, das ist besser. Es gibt aber auch noch einen anderen Händler in Mascarell, da können wir auch gleich noch vorbeigucken. Ja. Kommst du gleich? Ja, ich war noch ein bisschen am gucken. Achso, ich kann ja auch verkaufen, ich Idiot. Ja. Teleportierst du dich durch die Gegend? Ja. Wir gucken, ob ich schneller bin als mit dem Laufen. Aber die Animation ist zu lang. Das ist eigentlich nur nützlich als Abkürzung. Hier noch irgendwas. Mascarell ist relativ groß, da vergesse ich auch gerne mal, wo die Sachen hier sind. Wir können erstmal die Novizin gerade holen gehen, die ist hier in der Nähe. Okay. Warum ist hier eigentlich eine fette Brücke? Und daneben sind nochmal 2 kleinere. Wer hat gedacht, das wäre eine gute Idee? Die fette Brücke dürfen nur die Reichen betreten und die kleinen sind für die armen Leute. Ja. Ganz in der Nähe so liegt das Ziel meiner Mission. Ja. Oh, ein Magierstab. Oh, magisch Zauber. Was ist das? So, dann komm du mal mit. Oh, eine Sonnenuhr. Verdammt, ich bin spät dran. Mist, da hätten wir bei Porto Draco eigentlich lang gehen müssen. Egal. Ich habe noch eine Tätigkeit für später. Mhm. Wo wir uns aber erstmal durch ein paar Meter Wald schlagen müssen und ich würde erstmal gerne alles an Erfahrung, was es hier gibt, noch mitnehmen. Vielen Dank, ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Nehmt dies als Lohn. Ja gut, das hält sich in Grenzen. So. Ey, dass einem die Leute immer hinterher gucken, ne? Ja. Schon ein bisschen gruselig. Naja, es gibt eigentlich keine Zwerge mehr, also es ist logisch, dass die dir hinterher gucken. Ja, voll so ein sexy Zwerg, wie ich es bin, ne? Hier noch irgendwo Quests? Nee, ich glaube nicht. Wenn ich Zwerge spiele, spiele ich immer sexy Zwerge. Die sind immer sexy. Ich bin ja da. Ja, oder Pornodarsteller. Ja, weil sie immer zu spät kommen. Mhm. Oder so furchtbar langsam sind. Hier irgendwo war auch noch ein Händler. Ah, hier ist auch die blaue Truhe. Oh, ich habe den Typen gefunden. Den Ehemann. Oh. Diese aufgeblähte Matrone. Nie. Ich bin zu jung, um zu heiraten. Ihr bekommt mich niemals lebend. Zieht blank und kämpft.
Sollen wir ihn wirklich töten? Nein. Also der droppt Blut, aber der stirbt nicht. Okay. Haltet ein, ihr seid stärker als ich. Und ich denke, ein Leben mit ihr kann nicht schlimmer sein als des Todes kalter Griff. So füge ich mich und folge euch zu meiner Hinrichtung. Geht voran. Ach komm, so schlimm kann eine Hochzeit auch nicht sein. Ja. Muss man halt mal, ne? Ja, keine Ahnung. Das ist gleich sowieso total bescheuert. Hä? Nichts droppt bei mir los gerade. Ja, kommt manchmal vor. Oh, ein Amulett. 29 Schutz. Ja, das ist auf jeden Fall besser als die, die ich habe. 3% auf Verteidigung. Ja, ist zwar nur ein weißes, aber nehme ich mit. Das behalte ich mal erstmal. Ja, ich leuchte nicht mehr. Faustkampf? Ja. Ah, nee, ich kann die verkaufen. Genau, es gibt, das sind keine Handschuhe, das sind, ist eine Waffe. Ja, ich verkaufe die mal. Du kannst halt auf Faustkampf skillen, also unbewaffnet quasi. Hm. Vor allem mit dem Gladiator und mit dem Dunkelelfen, glaube ich. Ich meine, der Gladiator hat auch den Zauber in Anführungszeichen Fausthieb der Götter. Okay. Eine Technik, die mein Onkel bei einem Playthrough einmal so hoch gelevelt hatte, dass er damit den Endboss fast gewonnen-hittet hätte. Die hat halt eine Aufladezeit von irgendwie 3 Sekunden oder so. Hm. Würdet ihr mir die Ehre erweisen und ein gestohlenes Gemälde aus dem Haus des Kunstdiebes Bas zurückerlangen? Seht, ich wurde beraubt. Als Sammler der schönen Künste wurde mir das Bildnis des großartigen Elfenkünstlers Shamian Shahid gestohlen. Der Dieb ist mir zudem wohlbekannt. Es ist ein alter Geschäftspartner von mir, der Händler Bas. Bisher verliefen unsere Kunstinteressen in zivilisierten Bahnen, doch nun hat er brutale und gemeine Söldner angeheuert, die sein Stadthaus bewachen. Obwohl ich mit diesem Auftrag sicher. Wir bringen aber erstmal den Typen weg. Ich habe keinen Bock, dass er uns stirbt. Ah, der kann sterben. Ja, alles war. Also außer den Hauptquestbegleitern, die können alle sterben. Und dann ist die Quest fehlgeschlagen. No. Aber wir wollen ja nicht, dass das Kind ohne Vater aufwächst. Genau. Deswegen haben wir den Typen hier zurückgeholt. Aber wäre es nicht besser, ohne Vater aufzuwachsen, als ein Vater, der keinen Bock hat, Vater zu sein? Ja, warte einen Moment. So, da bist du ja, du Schuft. Schäm dich, mich so zu demütigen. Doch ach, ein Blick in diese treuen Augen und ich schmelze dahin. Nimm mich zu deinem Weib und halte mich. Und euch danke ich, dass ihr mir meinen Gemahl wiederbrachtet. Und das auch noch lebend und in einem Stück. Stimmt, man konnte mit ihm, Ja, stimmt, und wenn man dann mit ihm redet... Ihr habt recht getan, mich herzuschaffen. Ist sie nicht strahlend schön? Welcher Teufel mich ritt, davon zu laufen? Ich weiß es nicht. Ja. So kitschig. Das ist ja noch alles gut. Ja. So, dann gehen wir mal Kunsthändler und so Dinge tun. Hm. So. Auch gar nicht, sind auch gar nicht unauffällig, die Typen hier. Gar nicht auffällig. Oh. Ah, das Schöne ist, alles Bosse. Der Nächste. Achso, der ist schon tot. Mhm. Die sind alle eigentlich tot, glaube ich. Blutfinger. Kommt jetzt plötzlich voll die spannende Musik bei mir. Hm. Ihr Götter, nein, lasst mich leben. Ich wusste doch nicht, dass er so daran hängt. Hier, nehmt das Gemälde, aber lasst mich leben.
Ja, ist okay. Nehmen wir das noch mal zurück, dann haben wir das auch erledigt. Wir haben ein paar Freunde, die ohne Vater aufgewachsen sind und da auch froh drüber sind, ne? Hossa, ihr wart schneller als ich dachte. Unglaublich, ihr habt das Gemälde einfach so zurückerhalten. Ihr seid ehrbar. Hier, nehmt dies als Dankeschön und ich werde mit den maskerellschen Händlern reden, dass sie euch Prozente einräumen sollen. Da ist... Gladiator! Mann! Immer diese legendären Sachen, die zu Klassen droppen, die wir nicht spielen. Ja. Ich leg die mal weg gerade. Wir haben schon Dunkelelf, Vampirin und Gladiator. Und noch nichts für uns. Ach, du packst Sachen in die Kiste? Ja. Ach, aber ich kann da nicht drauf zugreifen. Nicht auf meine Sachen, du hast da eigene Kiste. Hm. Ich meine, theoretisch können wir auch ein bisschen schummeln und von meinem Singleplayer-Spielstand so ein paar Items uns rüberholen. Nee. Das müssen wir nicht machen. Ja. Ja. Behalte ich den Helm? Der hat einen Slot mehr. Aber ich hätte gerne einen vernünftigen Helm. Zum blauen oder so. Ein Ring. 6 bis 11 Schaden und auf Angriff und Verteidigung 3%. Alter. Her damit. So, dann waren da hinten, glaube ich, noch ein paar Quests beim Schmied in der Gegend. Und dann hatte ich ja noch was vor. Oh, ich habe jetzt nur noch 13.000 Gold. Ja, ist okay, wenn du Gold brauchst, sag Bescheid. Ich habe 143.000. Okay. Warte. Hier. Ach, du kannst mir auch Gold geben. Ja. Dankeschön. Ich kann nur die Menge nicht besonders gut kontrollieren. Okay. Du kannst halt mit Rechtsklick auf die Goldanzeige im Menü kannst du halt Gold droppen. Oh, ja. Aber ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, wie viel der droppt. Hm. Wahrscheinlich irgendwie immer 10% oder so. So, hier war noch eine Quest. Bringt mir meine 5 Goldbarren zurück. Euch schickt der Himmel. Vor nicht einmal 10 Minuten wurden wir von Demordration Ronins überfallen und wurden all unseres Goldes beraubt. Dabei sollten wir mit diesem Schatz Prinz Valor eine magische Waffe schmieden. Wenn ihr der Krone helfen wollt, sputet euch und bringt die Goldbarren zurück. Ich werde euch nicht enttäuschen. Hallo Schmied. So... Dann killen wir doch mal ein paar von denen. Noch ein paar. Ja, es ist okay. Ich stand da gerade erstmal und hab wieder Türen auf und zugemacht, weil ich ein Idiot bin. Ein Friedhof. Ein Friedhof. Oh, und ein Goldbach. Sollen wir erst die Gegner draußen töten? Ja, hi. Erledigt. Holt mich hier raus, Murray. Warte. Ich habe auch gerade überlegt, ob das eine Monkey Island Anspielung ist. Ja. Vor allem, weil es ja ein Skelett ist. Ja, der Totenkopf in Monkey Island ist Murray. Ja. Beziehungsweise es war ja vorher ein ganzes Skelett. Ja. Und er sagte, was soll da denn schief gehen? Nee, was soll denn da schiefgehen? Die Leiche eines Mannes. Hier, Ruth, vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Sledge, der Hammer. Und sie sprach, warte, ich helfe dir.
gucken. Tut mir leid, Dave, das kann ich nicht tun. Hell, mit ganz vielen Elms. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf irgendeinen Film. Hm. Eskon öffnet die Leiche eines Mannes. Keine Ahnung, der Friedhof war irgendwie nicht so interessant. Also außer Murray. Den Seraphim gewidmet, die in der Schlacht gegen die Dämonen Vorganas ihr Leben für diese Welt gaben. Okay. Töten wir noch ein paar Soldaten. Okay. Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja gut drin, aber scheinbar ja nicht, da bist du besser drin. Blitz. Oh Mann. Schon nicht mehr genug beieinander. Blitz, 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 Blitz. Ich mag den Schlammwerfer. Ja, verstehe ich. Hier war doch eben noch eine große Gruppe. Achso, das waren Banditen. Scheiß drauf. Blitz, Blitz, Blitz. Bringt auch Loot und Erfahrung. So, da ist einer. Geld oder Leben? Meins. Was gibt's? Alter, was? Gott, war das laut. Mein Schießen? Ja. Oh. Einen Moment. Oh, ich habe einen Goldbarren noch so bekommen. Ja. Bringt ein bisschen Gold, wenn man sie verkauft. Ah, schön. So, bringen wir die zurück. Oh, da ist ein Kanonenschuss gedroppt. Noch was anderes. Ja. Oh, wir sind auch bei 23 Minuten. So. Fantastisch, ihr habt der Krone einen großen Dienst erwiesen. Wenn wir etwas für euch tun können, lasst es uns wissen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Oh Gott, ich sehe den Namen jetzt erst. Hm. Töfte Gunnarsson. Okay. Oh, Phasenverschiebung. Ach, die Reichweite von dem Ding ist höher, ne? Hab ein Gürtel von Kampfmagier. Ja, hat der Slots? Nein. Dann behalten. So. Dann? Dann machen wir hier erstmal die Folge zu Ende, ne? Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.